Recht herzlich willkommen zur 37. Folge von Europa Universalis 4 mit Frankreich. Wir sind immer noch in einem Anführungsstriche reichen Verteidigungskrieg mit den Österreichern und wir helfen der Provence in dem Sinne, um dieses Land hier zu verteidigen, aber die Österreicher sind jetzt ins Hintertreffen mittlerweile geraten. Da kapitulieren sie schon wieder. In der Pfalz ist es diesmal aber, das sind nicht die Österreicher. Aber wir können das mal gerade durchziehen hier. Eine Truppe da noch weg. Damit die Pfalz auch weiß, was sie tut. Da kommen Ungarn zur Hilfe, oder wie sehe ich das? Da wollen wir doch mal gucken, dass wir die Ungarn da begrüßen. Frankreich hat Breisgau besetzt, das reichte noch gerade so, ne? Okay, können wir auch so lassen. Ich glaube, das geht auch so aus. Heidelberger Schlacht ist geschlagen. Konstanz oder was? Jetzt sind wir schon am Bodensee. In der Pfalz geht's auch rund. Okay, Konstanz wird jetzt auch erobert. Wir sollten vielleicht überlegen, einmal durchzuziehen. Was machen wir mit Lüttich? Da haben wir schon recht drauf gemacht. Alles sieht gut aus zurzeit. 60% steht da unten. Auf unsere Seite. Die sind hier auch noch am Kämpfen in der Pfalz da, das Heidelberg. Minus 28, das kann auch nicht mehr lange dauern. Land ist im Krieg, genau. Die Pfalz haben wir schon erledigt gleich. Oh, was ist hier los? Hinterrücks kommen zwei Österreicher. Sobald wir das haben, geht's dahin, ne? Okay, dann nicht da, sondern da. Nicht schlimm. Oh, wir können was bauen. Wo kann man einen Tempel bauen? Oh, da oben können wir überall Tempel bauen, aber das ist nichts unseres. Dann bauen wir hier noch einen Tempel. Steuern einnehmen. Ah, dann können wir nichts mehr bauen, oder? Das geht alles nicht. Gut. Gucken wir weiter. Ja, die Provence ist schneller als wir. Wie man gerade sieht, ich glaube, dann brauchen wir da gar nicht eingreifen, oder? Dann greifen wir nach Tirol. Möchte uns Österreich was sagen? Ja, Österreich möchte uns was sagen. Gut, dann machen wir mal eine Pause. Und dann sind wir erstmal so weit, dass wir das hinkriegen. Und dann müssen wir noch gucken, was wir noch rausschlagen könnten. Konstanz an Württemberg. Das wird schon mal nicht mehr gehen. Würde Utrecht. Nein, würde auch nicht gehen. Das hatten wir schon. Hier geht nichts. Also einen haben sie wohl nicht. Nationen entlassen. Baden wird nicht gehen. Ne, das wird alles nicht gehen. Ne, das ist dann alles nicht wert. Antwerpen, Baden, Berg, Brabant, Breda. Das wäre dann alles zu teuer. Gucken, was wir noch an Geld kriegen können. 80. Verträge aufkündigen. Kastil. Warte, jetzt gehen wir mit dem Geld mal zurück. Ne, das würde nicht gehen. Dann werden wir die Verträge mit Kastil nicht aufkündigen.
Die restlichen sind jetzt nicht so wichtig. Welt des Friedens. Was haben wir jetzt hier noch? Verträge. Ansprüche. Münster. Die Provence. Würden sie nicht aufgeben. Warte mal. Wenn wir das runtersetzen. Nee. Warte, machen wir erst runter. Erinnerungen geht aber auch nicht. Ah, Aufsprüche. Geht nicht. Okay, dann nehmen wir jetzt hier noch die Kohle mit. 80 geht nicht, aber das geht. Und dann senden wir die Forderung. So, damit hätten wir ein Land mehr, wenn. Gut, dann die Pause raus. Und gucken. Ja, sie haben es angenommen. Wohl auf. So, gerade mal hier Pause machen. Um das alles zu lesen. Durch diesen Frieden hält Frankreich einen aggressiven Expansionsbeziehung Malus von 3,3. Frankreich hält 5. Plus, okay. 8 Projektionen Österreich, 10 Machtprojektionen. Wohl auf. Okay. Jetzt müssen wir gucken, wo unsere Truppen stehen. Und die wieder zurückholen, denke ich. Nach Ile-de-France. Und die auch. So, jetzt müsste die Provence dann nur noch gucken, was sie daraus machen, ne? Aber der Krieg ist ja vorbei in dem Sinne, ne? So, müssen wir zu einer Kernprovinz machen, ne? Oder ist das schon eine? Warte, das können wir aber so schick übersehen, ja? Wo war das denn? Da ist das alle nicht. Was ist das denn jetzt? Unheimlichkeit für Flandern, okay. Bauernkrieg. Ne, das machen wir jetzt nicht. Alles gut hier. Da auch. Hier sieht's auch schick aus. 35 steht da jetzt. 7,83 ist auch ein guter Wert. So. Unser Kanzler berichtet. Was berichtet er denn? Schloss Kaiser folgende Reform, Reichsreform. Die Reform hat folgende Auswirkungen. Wird das Reich in einen zentralisierten Staat. Der Kaiser erhält Baukosten 5 minus. Entwicklungskosten 5 minus. Mitglieder erhalten Baukosten 5 minus. Verleiht einen Kriegsgrund gegen Staaten, die Reichsgebiet halten, ohne Mitglied des Heiligen Römischen Reichs zu sein. Okay. Österreich, schön, ne? So, gucken wir mal unser Land an. Steht hier 3 von 4. Ja, gut. Was ist hier passiert? Ah, ich glaube, die Provence hat etwas gemacht. Nämlich auch den Frieden ausgerufen wahrscheinlich. Was haben wir hier für ein Land jetzt? Namur. Hainaut. Und was ist das hier für eine Legion? Hier unten ist die Provence. Und das war vorher Österreich, ist auch zur Provence geworden. Und hier ist Baden-Württemberg. Aber hier ist dann die Provence etwas größer geworden, glaube ich, oder? Luxemburg war vorher Österreich. Ja, ich glaube, die Provence hat da Gutes gemacht.
Bündnisaktion. Dieses Bündnis auflösen ist verkehrt. Wir können da mal die Beziehungen verbessern. Senden wir mal, aber ich glaube, die Beziehungen sind schon top. Da kommt bestimmt gleich so eine Meldung, dass es alles prima ist. Gut, unsere Truppen laufen noch. So. Unruhen. 13%, die müssen wir mal gerade voranbringen, die Unruhen. Ja. Ach so, ja. Minus 1. Plus 2. Oh, minus 1. Na, lassen wir erstmal so, glaube. Obwohl es besser wäre, hier was zu steigern, glaube. Ja, das sieht besser aus. Ja. Okay, soweit ist es gut. Ich würde jetzt gerne mal hier nochmal reingucken. Ja, das ist alles okay. Wir machen unsere Schiffe. Sind die schon fertig? Ne, eins wird noch gebaut. Das andere ist, glaube ich, schon fertig. Das war hier. Nicht da im Hafen. Sollen wir weiter gleich gucken. Was heißt das hier? Zwei im Bau oder was? Flottenvorlagen brauchen wir jetzt gerade nicht. Flandern. Okay, da müssen wir zusehen, dass wir die 90 kriegen, um das voranzubringen. Da steht's. Wir beklagen seinen Tod in jemandem sein. Jean-Baptiste du Bousquet. Ja, das war jetzt hier so ein Dingens, ne, oder? Ja, Marc de la Barthe ist jetzt der Neue. Was ist das für einer? Ja, da kriegen wir jetzt nichts zu Gange momentan. Hier hätte ich gerne einen gehabt, aber da müssen wir irgendwelche Ideen wahrscheinlich noch frei machen. 57 und wir brauchen 90. Das dauert noch ein bisschen, aber da müssen wir unbedingt das in der Kernprovinz machen. Die Geburtsstunde eines ständigen Besteuerungssystems. Okay, ist in Pause gegangen. Das Haushalt wird restrukturiert. Grundbesteuerung. Aha. Ja, neue Methoden sind entwickelt worden. Aha. Eine Stabilität würden wir erhalten. Tierhalter eine Grundsteuer in Ile-de-France. Ile-de-France bekommt permanentes Steuersystem bis 22. Oktober. Lokale Unruhen. Und dann in Orléans würde das auch passieren. Stabilität. Aha. Handelseinkommen steigert sich, nationale Spionageabwehr, positive Stabilität, nationale Unruhen sind weniger, nationaler Steuermodifikator ist auch besser. Es wäre also Blödsinn, ne? Ich glaube, wir geben den Erlass nicht raus, sondern wir lassen das Thema ruhen. Geht nicht mehr wie drei, oder wie sehe ich das? Okay, jetzt erstmal egal. Und oh, unsere Truppen sind wieder vollzählig, glaube, kann das sein. Und da würden wir eine Kernprovinz gerne rausmachen, da brauchen wir aber noch ein paar Punkte.
Keiner verfügbar, genau. Händler, was wollen wir mal hier? Ach so. Missionarsinn. Lokale Autonomie. Die Unruhen sinken dann um 10. In Flandern. Ach so, das ist hier. Wir haben da 13% Unruhen. Vielleicht sollten wir das tun. Machen wir, komm. Was kommt da rein? Die Pfalz. Glaubt doch nicht, dass wir euch Militärzugang geben. Mit wem? Auch mit Savoy ist das hier, ne, oder? Okay. Und da geht's mit der Provence besser zu Rande. Was machen wir hier gerade? Vor der will keiner. Ja, da müssen wir auch noch dran arbeiten, ne? Oh, wir können was bauen. Steuertempel. Auf jeden Fall. Ah. Keine Bauplätze. Da ist schon viel zu viel los. Ach so, da unten wird der Tempel noch gebaut. 16 und da oben auch. Na, 20. Das wäre doch schön, aber das geht ja nicht, ne? Oder doch? Speichert er gerade, ne? Ist auch nett. Geht nicht. Schon zu viel gebaut. Ja, da müssen wir ja unten noch was machen. 10, 16. Machen wir da. Das ist unwichtig. Ah, Anführer kann ich noch dazu holen. Rekrutieren wir noch einen. Okay. Der sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, ne? Der eine ist schon Anführer und da kriegen wir dann den zweiten dazu. Ist ja auch nicht schlecht, oder? Truppen sind fertig. Waffenruhe. Einige Provinzen haben wir. Müssen wir den Engländern Krieg erklären? Können wir nicht, weil wir gerade keinen Diplomaten frei haben. Aha, da ist die Staatsehe vorüber. Den berufen wir ab. Und da müssen wir wieder gucken. Da haben wir keine Bündnisoption, Einflussaktion. Auch nicht so dolle. Ja, die Staatsehe machen wir mit denen, ne? Wollen wir doch wieder haben, ne? So großzügig. Gut, haben wir. Gut, ja, wir müssen dann irgendwann überlegen, was wir mit den Engländern nochmal machen. Das ziehen wir mal raus. Und hier ziehen wir dieses Schiff raus. Auch dahin. Und wir müssten noch ein drittes haben. Wo lag das? Oder ist das versenkt worden? Ne, das ist wohl versenkt worden. Die beiden machen wir zu einer Einheit. Und auf jeden Fall Handel schützen. Nach Bordeaux. Gut. Okay, wir haben einen freien Mann. Wie sieht das hier aus mit der Diplomatie?
Da müssten wir stoppen. Okay. Lassen wir mal alles so. Die Provence kesselt uns ein von drei Seiten. Wäre schön, wenn wir mit denen mal irgendwie was hinkriegten. Okay. Da ist nichts zu machen, jetzt erstmal gut. Okay, momentan ist es ja wieder etwas friedlich. Ich würde auch sagen, für die Folge soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.